Hallo ihr Lieben, ich habe vor längerer Zeit meine Bank gewechselt und werde in vielen Videos immer mal wieder gefragt, warum, wohin, was muss ich da beachten und ob ich denn da zufrieden bin. Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich fange mal an, euch nochmal ganz, ganz kurz zu erklären, warum ich meine Bank gewechselt habe. Ich habe dazu aber schon mal ein extra Video gedreht, das verlinke ich euch hier oben. Dann erzähle ich euch, wohin ich gewechselt bin, was man da beachten muss oder was ich beachtet habe und dann, ob ich zufrieden bin. Nochmal ganz kurz angerissen, ja, wie Banken quasi auch Geld verdienen, ist das Geld, was ihr bei ihnen liegen habt, und das ist egal, ob das ein Spar- oder ein Girokonto ist, ob es 5 oder ob es 50.000 Euro sind, das summiert sich ja mit den Mitgliedern. Das legen die an und geben da zum Beispiel Kredite an irgendwelche Unternehmen, die dann Sachen finanzieren oder was neu bauen oder was auch immer. Das können Privathaushalte sein, die sich ein Haus bauen. Das kann aber auch ein Kohlekonzern sein, der sich ein neues Kraftwerk bauen will. Also ja, da kann sehr, sehr viel mit eurem Geld passieren. Zum Beispiel eben, ja, Klimaschutz. Ist das der Bank wichtig oder ist es eher nicht so wichtig? Achten sie auf Menschenrechte? Werden da vielleicht sogar Waffenhandel oder Waffenbau mit eurem Geld unterstützt? Und all solche Sachen. Wenn euch das näher interessiert, wenn ihr da mehr wissen wollt, guckt euch auf jeden Fall das andere Video an, was ich dazu gemacht habe. Da findet ihr auch die Quellen und wo man nachgucken kann, wie seine eigene Bank da so abschneidet, sage ich mal. Und ja, dann erzähle ich euch jetzt mal, wohin ich gewechselt bin. Ich war vorher, habe immer so ein Zweikontenmodell. Ich habe ein Sparkonto immer und ein Girokonto. Mein Sparkonto hatte ich bei der DKB Bank und mein Girokonto bei der Postbank. Und die haben da beide nicht besonders gut abgeschnitten, deswegen habe ich beschlossen, beides zu wechseln. Ich habe zuerst das Sparkonto gewechselt, weil das am einfachsten ist. Da sind ja nicht so viele Abbuchungen oder sowas. Das heißt, ich habe mir ein neues Sparkonto angelegt. Ich habe mich für die GLS-Bank entschieden. Am besten abgeschnitten in diesen Tests haben die GLS-Bank, die Ethik-Bank und die Triodos-Bank. Es gibt, glaube ich, aber sogar noch ein bisschen mehr, also guckt da einfach nochmal nach. Und ihr müsst halt schauen, was die bieten halt ganz unterschiedliche Sachen an und unterschiedliche Kontenmodelle. Da müsst ihr einfach leider selber gucken, was ihr braucht und was so zu euch passt. Ich habe mich für die GLS Bank entschieden. Die hat sehr, sehr gut abgeschnitten und habe da jetzt ein Sparkonto. Das GLS-Konto ist an sich kostenlos, sage ich jetzt mal so. Die haben aber so einen Mitgliedsbeitrag. Da ich unter 27 bin, bezahle ich da quasi im Monat 1 €. Das heißt, einmal jährlich, wahrscheinlich dann im Januar, bezahle ich 12 €. Und sobald ich über 27 bin, sind es 5 € im Monat. 60? Sind es 60 €? Ich glaube, es sind 60 € im Jahr, sind es dann Kontoführungsgebühren. Dann habe ich mich noch für ein Girokonto entschieden und da war es ein bisschen komplizierter. Das erkläre ich euch gleich natürlich, weil da halt Miete und Gehalt und alles so hin und her geht. Da habe ich mich für die Tomorrow Bank entschieden. Das ist eine relativ neue Bank. Das läuft alles komplett über eine Handy-App. Das heißt, da gibt es gar keine Filialen. Die sind gekoppelt an die Solaris Bank. Haben mit denen aber Verträge, dass die Solaris Bank da nicht an das Geld rankommt und mit dem nichts machen darf. Die sind dann nur dran gekoppelt. Ich glaube, gelesen zu haben, dass das halt damit zusammenhängt, dass es nicht so einfach ist, einfach eine Bank zu gründen. Aber guckt da selber nochmal nach. Kann ich euch jetzt nicht so perfekt erklären. Aber die Tomorrow Bank finde ich sehr vielversprechend, sehr gut, sehr unterstützenswert. Da bekommt man halt eine Kreditkarte, also eine Visa, aber eine Debitkarte, das ist keine richtige Kreditkarte, wird aber überall anerkannt. Also ich war auch schon im Ausland und damit kann man bezahlen und Geld abheben, das ist gar kein Problem. Der einzige kleine Haken an dieser Karte ist, dass man nur 3-mal kostenlos Geld abheben kann, dafür aber überall. Also ich hatte noch bei keiner Bank Probleme oder musste Gebühren zahlen, aber dann über 3-mal, ab da kostet es 2 € pro Abbuchung. Das ist an sich eigentlich für mich nur eine Umgewöhnung gewesen, dass ich halt ein bisschen mehr Geld hole, wenn ich mal Geld abhebe. Aber ja, ansonsten finde ich das jetzt nicht tragisch. Kommt aber halt auch wieder drauf an, was ihr so braucht. Das Konto an sich ist komplett kostenlos, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und ich habe eben quasi eine anerkannte Kreditkarte, die aber nicht wie eine Kreditkarte funktioniert. Ich kannte das vorher nicht, mir war das komplett neu.
Das heißt, das Geld wird trotzdem alles sofort abgebucht, nicht wie bei einer Kreditkarte, erst am Ende des Monats, wo man ja schon so ein bisschen Überblick verlieren kann, was ich jetzt auch nicht so cool fände, sondern es wird alles sofort abgebucht. Und ich bekomme dann auch immer gleich, wenn ich irgendwo mit Karte gezahlt habe, eine Mitteilung auf meinem Handy über diese App, so und so viel wurde bezahlt. Und ich habe dann halt gleich noch ein Haushaltsbuch drin. Ich kann dann die Ausgaben in verschiedene Kategorien einsortieren. Also man hat da echt super Überblick und kann halt schnell mal eine Überweisung vom Handy aus machen. Also es läuft auch alles über die App. Ich glaube, vom PC geht da gar nichts. Es ist wirklich nur diese App. Und ich mache da halt meine ganzen Überweisungen und Daueraufträge dann halt vom Handy aus. Ist vielleicht auch nicht für jeden was. Für mich ist es aber sehr, sehr praktisch. Ich finde es toll. Ja, was ist denn zu beachten? Eben bei dem Wechsel von so einem Girokonto ist es schon ein bisschen komplizierter. Es gibt bei manchen Banken so Kontowechselservice, die machen das dann automatisch, dass die eben alle Daueraufträge, alle Lastschriften, alle Abbuchungen auf das neue Konto automatisch übertragen. Ich weiß nicht, ob das da überhaupt angeboten wird. Ich habe es aber nicht angenommen quasi bei meinen Banken. Also ich wollte das gar nicht, ich habe es nicht in Anspruch genommen. Ich habe das alles selbst gemacht. Beim Sparkonto war das easy peasy. Ich habe halt einfach nur ein neues angelegt, habe das alte gekündigt und da halt Bescheid gesagt, wo sie das Geld hinüberweisen sollen. Und das hat super geklappt. Und dann habe ich beim neuen Girokonto habe ich erstmal beide Konten quasi parallel laufen lassen. Also mein altes bei der Postbank, mein neues bei der Tomorrow. Und habe halt erstmal meinem Arbeitgeber Bescheid gesagt, die Daueraufträge für Miete, Parkplatz und sowas habe ich alles auf das neue Konto übertragen. Auch mein Handyvertrag, wo PayPal das Geld abzieht, wo YouTube meine Werbeeinnahmen hinüberweist, all sowas. Und dann habe ich erstmal abgewartet und habe geguckt, was auf dem alten Konto halt sich noch so tut. Dann trudelte noch eine Abbuchung von Spotify ein, weil ich da so einen Premium-Account habe. Das habe ich aufs neue übertragen und all solche Sachen. Und dann wusste ich halt nach ein paar Monaten, jetzt kommt nichts mehr, jetzt habe ich alles und dann habe ich das Postbankkonto auch gekündigt. Das fand ich ganz praktisch, da hat man einfach in aller Ruhe konnte man alles machen und man konnte halt kontrollieren, ob wirklich alles aufs Neue übertragen ist, ob noch irgendwer was will oder irgendwas da ankommt, was da nicht ankommen soll. Und das hat super funktioniert, das ist genau wie wenn ihr eure Adresse ändert. Es dauert auch eine Weile, bis jeder das gecheckt hat, dass ihr eine neue Adresse habt, aber irgendwann läuft's. Und ich bin bisher sowohl bei der GLS Bank als auch bei der Tomorrow Bank mit dem Kundenservice, mit dem Kontakt, mit allem eigentlich super zufrieden. Es gab bisher ein einziges Mal ein technisches Problem bei der Tomorrow Bank, wo für 2-3 Stunden die Karte nicht funktioniert hat. Ich würde aber generell empfehlen, wenn ihr halt diese Visa Debit habt, die sollte eigentlich überall funktionieren, wo auch EC-Karte geht. Manche, so kleine Bioläden oder sowas, nehmen das dann halt aber trotzdem nicht so gern an oder wissen das nicht. Und ich war mir dann auch nicht so sicher. Und deswegen habe ich einfach immer so ein bisschen in so einer Seitentasche vom Portemonnaie so ein bisschen Notgeld quasi drin, falls die Karte mal nicht geht oder irgendwo nicht akzeptiert wird. Ist ja eigentlich sowieso ganz gut, weil man kann ja auch nicht in jedem Laden mit Karte bezahlen. Deswegen habe ich da einfach noch so ein bisschen Geld drin, auch falls irgendwann mal irgendeine technische Störung ist, dass ich da nicht komplett aufgeschmissen bin. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Genau, und ansonsten mit der Eröffnung, das war super easy und mit der Kündigung von dem anderen, das war auch easy. Also ich hatte eigentlich keine großen Probleme bei irgendwas. Ich bin mit beiden Banken bisher super zufrieden und kann das sehr empfehlen. Ich werde auch übrigens, wisst ihr ja, sonst hätte ich es ja irgendwo hingeschrieben, nicht bezahlt, um jetzt Werbung für diese Banken zu machen. Ich habe mir die selbst ausgesucht und ich bin da auch wirklich begeistert davon. Und ja, ich packe euch mal für die Tomorrow Bank, falls ihr dahin wollt oder euch das schon länger überlegt habt und das jetzt vielleicht macht, packe euch mal einen Einladungscode unten rein. Davon kriegen wir jetzt keinen Rabatt oder so, aber wenn man halt Freunde anwirbt und diesen Code dann bei der Kontoeröffnung benutzen, werden nochmal 100 Bäume extra gepflanzt. Und das ist ja ganz nett, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten Tomorrow Bank finde ich voll cool, weil die halt gleich noch so eine Seite haben, wo du dir anzeigen lassen kannst, wie viel Quadratmeter Regenwald du jetzt geschützt hast, wie viele Nutzer diese App noch benutzen, beziehungsweise halt die Bank benutzen. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Da steht zum Beispiel auch konkret da, wie viel Kapital die Bank durch alle User hat. Und da, wie viel Regenwald geschützt wird.
wohin das Geld so investiert wurde. Genau. Und unter jedem, fast jeder Überweisung, die ihr so macht, steht auch noch drunter, wie viel Regenwald jetzt geschützt wurde. Hier habe ich zum Beispiel was an die so eine Organisation, die in Australien Wildtiere vor dem Feuer versucht zu retten, gespendet. Und da wird jetzt angezeigt, 16 Quadratmeter Regenwald geschützt in Brasilien. Also da wird immer gleich angezeigt, von was, für was das genutzt wird. Und ich finde die App super übersichtlich. Also alles fein, kann ich sehr empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann nutzt gerne diesen Code. Dann werden nochmal extra Bäume gepflanzt. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.